so rum. So, dann gucken wir mal, ob wir reinkommen. Ich glaube, ich höre die Viecher aber schon. Gut, wir müssen woanders ran. Mein Gott, das ist aber jetzt ein Heckmeck, Leute. Das gefällt mir nicht. Was soll das denn jetzt hier? Warum wird das Ganze denn so kompliziert gestaltet? Warum sind verdammt normal bei diesem Traktor, bei diesem Auto, keine verdammten Reifen dabei? Das ist schon irgendwo diskriminierend, mich in diesem Scheißwetter rauszuschicken. Scheiße, wie ging das denn nochmal rein hier? Oh, drin? Nein, draußen. Mist. Aber das wäre der einzige logische Weg. Dieses Fenster, ne? Gut, wir probieren's. Okay, wir sind drin. Ich höre die ganze Zeit diese Wespen und das macht mich kirre. Okay, so Leute, die Reifen haben wir. Schieben wir jetzt auch hier das Fenster nach unten. Ay, caramba. So, das Fenster einfach dahin werfen. Genau. Wunderbar. Entweder wird dieser Part lang oder das hier ist schon der nächste Part von dem davor. Da bin ich mir gerade noch nicht sicher, wie ich es machen möchte. Also schnitttechnisch. Seht ihr dann. Ach nee, das ist einfach nur diese scheiß Kackfliege, die wir hier hören, oder? Gucken wir, ob wir hier rauskommen wieder. Ja, kommen wir. Wunderbar. Somit haben wir das Problem behoben. Nächstes Problem, wie transportieren wir 4 Reifen in einem Traktor? Na, wir schmeißen sie einfach mal rein und gucken mal, ob das funktioniert. So. Wichtig ist ja erstmal, dass sie drin sind, ne? Alles andere klären wir danach. Ob wir jetzt gut sitzen oder so, das entscheidet sich jetzt gleich. Aber ich denke mal, wir sitzen gut. Auf dem Reifen. Gut, gut, gut. Handbremse ist raus. Huch, falscher Gang. Soll doch einer sagen, dass wir das nicht hinbekommen haben.
Läuft. Ich habe jetzt wirklich die Bedenken gehabt, dass das funktioniert. Aber anscheinend waren wir uhrzeitmäßig optimal da. Wir hatten keine Wespen. Ja, wir sind einfach gut durchgekommen. Das Einzige, was wir jetzt haben, ist extrem Hunger. Das können wir zu Hause beheben. Wir haben Essen da. Und extrem Durst. Das heißt, ich werde jetzt dauerhaft mit Gas geben. Wir verlieren ungefähr eine Tankfüllung bei dieser Fahrt. Also nicht eine ganze, sondern einen Strich halt. Erst sah das aus wie ein Einhorn, oder? Hier geht einfach ein Typ spazieren. Mitten in der Nacht. Ist das nicht der reiche Typ, den man abholen kann, / sollte? Müssen wir natürlich gucken, dass wir heile nach Hause kommen, ohne Probleme. Wobei der Weg war gar nicht so weit. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke mal, das hier ist der zweite Part. Der dritte mittlerweile. Weil das wäre doch etwas zu lang zum Anschauen. Aber schön, dass ihr euch auch wieder auf My Summer Car freut. Finde ich super. Ich freue mich mindestens genauso. Ich finde, My Summer Car gehört einfach auf diesen Channel. Es ist ein geiles Game. Manchmal verliert man einfach die Lust daran, weil die Aufgaben werden nicht einfacher, ne? Gruselig war ja eben, ich habe in alle Richtungen extra geguckt, ob irgendwo einer kommt. Und es kam kein Zug und vor allem hörte man ihn. Und dann ist er an einem vorbeigesaust. Also der hat ordentlich Geschwindigkeit drauf. Hauptsache, der Typ sitzt hier immer noch draußen rum und tut nichts. Sehr schön. Bestes Beispiel. Huch. Ich wollte ein bisschen Frischluft reinlassen. Ich glaube, hier muss man das Holz hinliefern, wenn es benötigt wird. Ja, komm, Jürgen, schaffst du. Sehr schön. Eine Innenbeleuchtung wäre im Truck nicht schlecht. Also hier im Traktor. Oder im Gabelstapler. Wobei ich sagen muss, an manchen Stellen sieht man extrem, dass die Entwickler keinen Bock hatten. Zum Beispiel das Gras richtig zu setzen. Es schwebt an manchen Stellen nur so vor sich hin. Finde ich nicht gut. Muss ich zugeben. Also sowas gefällt mir gar nicht, wenn du ein Spiel entwickelst und sagst, es soll der Hit überhaupt werden. Und My Summer Car kann jetzt nicht behaupten, es hätte keine Anhänger. Warum wird der Fahrer so extrem hungrig und so extrem durstig, nur weil wir durch die Gegend fahren? Das finde ich schon ein bisschen krass. Aber vielen herzlichen Dank, Leute, wirklich für den Tipp, wo die Reifen liegen. Die Reifen haben wir jetzt schon mal. Und für den Motor, denke ich mal, werde ich mir meine Anleitung rauskramen und ihn damit zusammenbauen. Mit dem Strom müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Weil ich echt da überhaupt gar kein Profi drin bin, was den Strom angeht. Damals hatte mir der Strom
auch den Spaß am Spiel, genommen. Und wenn man hier so durch die dunklen Ecken von My Summer Car fährt, sieht man erst, wie staubig der eigene Bildschirm ist. So, endlich auf dem Heimweg. Ist das nicht der Typ? Kann man den eigentlich plattfahren? Geht das? Ich will es jetzt einfach mal probieren. Oh. Nein. Geht nicht, Leute. Man kann ihn nicht umfahren. Also falls ihr das Bedürfnis habt, den Typ mal umzufahren oder so, keine Chance. Geht nicht. Achso, für die Leute, die es nicht wissen, ja, ich habe Permdev ausgemacht. Ich habe nämlich keinen Bock, immer wieder von vorne anzufangen. Nur weil wir vielleicht einen Fehler begangen haben oder so. Muss ja nicht sein. Was wir auf jeden Fall uns holen werden, ist, ich denke schon relativ früh, das Auto, das man beim Pokern gewinnen kann, kann man ja auch klauen. Das werden wir uns klauen. Wir werden uns das klauen. Wir werden es abschleppen, so gesehen. Nach hier bringen, ins Wasser stellen direkt, damit die Wespen daraus sind. Oder mit dem Feuerlöscher vielleicht. Geht ja beides. Weil dann haben wir zumindest ein Fahrzeug schon mal, was mobiler ist als der Traktor. Schneller und spritsparender. So müssen wir ja denken. Ich dachte, ich mach mal die Türen auf. Mal gucken, vielleicht hüpft einer rein oder so. Mein Gott, ich hoffe, in der Zeit habe ich nicht die Reifen verloren. Das fällt mir gerade ein. Fuck. Sonst müssen wir die Strecke zurückfahren. Ich habe jetzt zweimal, glaube ich, die Tür aufgemacht. Könnte natürlich sein, dass durch einen Bug der Reifen weggeflogen ist. Ich hoffe natürlich nicht. Ach, wir sind zu Hause angekommen. Ja, unfassbar. Ich habe jetzt wirklich gedacht, wir brauchen hier 5 Jahre. Ist ja grausam, der Weg. Ich finde den Ausschalter gar nicht. Aha, geht doch. So. Mein Gott, Leute, ich sag's euch. Das war eine Höllentour, oder? So schlimmer geht's immer. Aber das war schon sehr, 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 sehr schlimm. Erstmal meine Pizza. Trinken mal ordentlich. Und sehe gerade, wir müssen noch was essen. Erstmal die Macaroni-Box. Ist eigentlich okay, oder? Okay. So, und dann gehen wir schlafen. Dabei pinkeln wir uns leer, das ist auch super. Super funktionell. Mm-hmm.
So. Puh. Wunderbar. Das hat ja eigentlich ganz gut geklappt, würde ich sagen. So, jetzt legen wir uns die Reifen hier noch hin. Beziehungsweise die Reifen, die schon montierbar sind, werden wir montieren. Ich glaube, dann können wir das Auto auch schon reinschieben. Huch, falsch rum. Ich glaube, das war der 5er oder der 4er, ne? Was ist der 5er? Nee. 11er. 12er. 13er, viel zu groß. 6er. 6er auch nicht. 5er. 7er. Ernsthaft jetzt? 8er. 9er. Fangen wir ganz oben an. Ist ja einfacher. Da waren wir ja noch nicht, ne? Achso, das ist die, aha. Dann haben wir die Hinterachse so gesehen fertig. Jetzt fehlt noch Tank. Und den müssen wir auch festschrauben. Und auch, fixieren. Also die Tankleitung, die Spritleitung letztendlich fixieren. So. Wunderbar. Die Gummis sind drauf, theoretischerweise. Kann man doch schieben, ne? Nein. Okay. Also die Hinterreifen alleine reichen nicht aus, um das Fahrzeug wegzuschieben. Es hätte mich auch irgendwo gewundert, hätte das jetzt echt gut funktioniert. Ja gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass der Tank eingebaut wird, die Vorderachse komplettiert wird und dann schauen wir mal weiter. Ne? Also wir haben definitiv noch einiges zu tun, einiges vor uns und deswegen freue ich mich schon auf die nächsten Parts. Macht's gut und tschüss, Sikorsky, Leute. Ciao.